Hallo Gartenfreunde! Heute starten wir in einen herbstlichen Gartenrundgang, bei dem es noch jede Menge zu entdecken gibt. Das Rotkraut im Steinhochbeet schaut schon toll aus und landet sicher bald im Kochtopf. Und die nächsten roten Rüben sind auch schon wieder groß. Aber da ist es nicht so eilig, die kann man ja auch noch im Winter ernten. Die größte Überraschung in dieser Saison ist und bleibt der Brokkoli. Im Sommer dachte ich schon, dass ich ihn vergessen kann und er nichts mehr wird. Aber schaut euch an, was noch gewachsen ist. Auch hier kann ich schon bald ernten. Das Weißkraut hat zwar auch dem Kohlweißling geschmeckt, aber auch hier haben sich Köpfe gebildet. Im Hochbeet ist neben dem Kohl der Winterrettich schon recht groß. Und der Mangold immer noch super zu beernten. Beim Klettergerüst wachsen noch Chili. Und der Bok Choy hat sich im Beet gut eingelebt. Auch hier gibt es Brokkoli zu ernten, neben der Sellerie, die leider noch sehr klein ist. Die Feuer- und Käferbohnen lasse ich trocknen. Das reicht hoffentlich für ein Chili. Die letzten Erdbeeren sind auch reif. Rosenkohl, Eisenhut und Salate sind schon super gewachsen. Ich bin auf die Wintersaison schon so gespannt. Hier sind Spinat und Rucola zum Ernten bereit. Die Experimentzwiebel haben ausgetrieben. Und auch hier gibt's nochmal rote Rüben, Salat, Spinat und Mangold. Die letzten Pfefferoni-Elefant werden nun reif. Und ein paar Mini-Paprika gibt's auch zum Ernten. Und natürlich nochmal Brokkoli. Hier sind noch Paprikas mit Chocolate, aber ich denke, die werden nicht mehr genug Sonne zum Ausreifen haben. Auch hier hinten gibt's nochmal Brokkoli und Kohlsprossen. Die Röschen sind schon gut zu erkennen. In der Pyramide wachsen auch Kohlrabi, die schon erntereif sind.
In den restlichen Hochbeeten treibt die Wintersaat aus. Leider dürfte eine Katze hier Unordnung gemacht haben. Aber es sollten Radieschen, Karotten, Spinat und Salat sein. Die Petersilie lasse ich noch stehen. Hier treibt auch schon der Knoblauch aus. Unsere späten Äpfel haben zwar Hagelschäden, aber sie schmecken trotzdem. Da ich nun ausprobieren möchte, was ich im Sommer bei einem Seminar gelernt habe, pflanze ich nun Zuckererbsen an. Sie sollen nun austreiben und als Jungpflanzen überwintern, damit sie im Frühling dann schneller Früchte tragen. Ich bin gespannt, ob es klappt. Am Balkon sind die letzten Paprika, Pfefferoni und Chili reif. Diese haben wirklich viel getragen und der Balkon, der bleibt nächstes Jahr für sie reserviert. Ja, das war mein Oktoberrundgang. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Bis bald!